So, es ist jetzt ziemlich genau 9 Uhr und ich heiße Sie herzlich willkommen zum heutigen Webinar, wie sichere ich meine AC-DC oder DC-DC Stromversorgung elektrisch ab? Ich heiße Martin Schilling und darf Sie im Namen der Firma Traco hierzu recht herzlich begrüßen und durch dieses Webinar führen. Zunächst nochmal formelle Sachen. Sollten sich Fragen während der Präsentation ergeben, so können Sie mich jederzeit gerne ansprechen oder unterbrechen. Bevorzugt stehe ich Ihnen aber auch gerne nach der im Anschluss des Webinars halt für Fragen zur Verfügung. So, um Störgeräusche zu vermeiden, die ich zwar momentan noch nicht habe, und ich hoffe, man hört mich auch sehr gut, dürfte ich Sie bitten, Ihre Mikrofone stumm zu schalten. So. Die Einleitung. Also die Primärseite eines AC-DC-Netzes ist noch relativ vermeintlich einfach abzusichern, so wie jeder Verbraucher im normalen Haushalt im Grunde genommen eigentlich auch. Aber für die Sekundärseite von so einem Schaltnetz sieht das meistens dann schon wieder ganz anders halt aus. Auch der AC-DC, auch DC-DC-Wandler benötigen oft eine besondere Absicherung. Dieser Vortrag soll nur einen kurzen Überblick oder einen Überblick über die verschiedenen Arten der elektrischen Absicherung geben. Und soll nicht als Referat über Leitungsschutzschalter zum Beispiel verstanden werden. Dafür wäre es relativ auch zu kurz. Übersicht. Der erste Teil beginnt mit der Primärabsicherung eines AC-DC-Netzteils. Hier gibt es zwei verschiedene Sachen, aber die Gerätesicherung und den Leitungsschutz. Dann Sekundärabsicherung von AC-DC-Netzteilen. Dann die Primärsicherung von einem DC-DC-Wandler. Dann die Eingangssicherung und den Schutz gegen Verpolung. Und noch die Kurzschlussfestigkeit von DC-DC-Wandlern. So, die Primärabsicherung von AC-DC-Netzteilen. Auf der Primärseite unterscheidet man eigentlich zwischen der Gerätesicherung und dem Leitungsschutz. Und hier sind mal so ein paar Beispiele für eine Gerätesicherung. Die würden Sie eigentlich oder finden Sie auf jedem unserer Netzteile, finden Sie irgendwo manchmal ein bisschen versteckt Gerätesicherung. Im POP 200 haben wir hier diese zwei Tuben, die hier mit Schutz die noch zum Schutz nochmal mit Schrumpfschlauch überzogen sind, halt direkt hinter dem Eingangskreis halt. Mit dem TPP 450 sind es ja andere Bauteile, also keine Schmelzsicherung, sondern auch hier zwei Sicherungen im Eingang, auch hier da wieder direkt kurze Wege direkt hinterm Eingang befinden sich die Sicherung. Und das ist ein kleines Tucci-Netzteil, was ich mal aufgeschraubt habe. Und auch da sieht man hier direkt hinter den Eingang die Schmelzsicherung aufgelötet als 2 Ampere. Und dann gibt es natürlich noch den Leitungsschutz, den man ganz klassisch aus dem Installationsbereich halt ja auch kennt. Die Gerätesicherung. Bei der Gerätesicherung, da handelt es sich nur um eine fest im Gerät installierte Sicherung, die in der Regel auch nicht von außen zugänglich ist, wie man von den Bildern gesehen hat, und auch nicht auswechselbar ist. Und das ist auch ganz bewusst so gemacht. Denn diese Sicherung schützt nicht das Netzteil vor einem Defekt, also es ist kein Schutz, dass ein Defekt im Gerät nicht auftreten kann, sondern sie dient vornehmlich dem Brandschutz und dem sicheren Trennen einer defekten Last, also sprich in dem Falle das Netzteil. Sollte im Netzteil, also primärseitig, irgendwo mal ein Fehler oder ein Kurzschluss auftreten, dann muss diese Sicherung halt auslösen. Das wird von externen Prüfhäusern wie zum Beispiel von SIQ auch getestet, und zwar mit so einem Wattetest. Da wird das Netzteil von oben, also komplett mit Watte, kann fast sagen vollgestopft, also belegt. Da wird primärseitig versucht, das Netzteil in einen Kurzschluss halt zu bringen. Das heißt, man legt in der Regel halt so eine hohe Spannung halt an, bis die Eingangssicherung oder bis es wirklich im Netzteil einen Defekt halt gibt und dass die Sicherung halt auslöst. Und dann wird geschaut, ob es da irgendwo in dieser Watte halt Schmauchspuren gibt. Und das ist ein ganz wichtiger Test letztendlich, um den Brandschutz zu gewährleisten. Die Dimensionierung dieser Gerätesicherung. Schaltnetzteile haben einen sehr hohen Einschaltstrom, das ist relativ bekannt. dieser Einschaltstrom wird zwar auch durch ein NTC halt oder durch eine aktive Einschaltstrombegrenzung reduziert, aber selbst bei Netzteilen mit kleinerer Leistung dieser Einschaltstrom kann kurzzeitig bis zu 30 Ampere oder sogar noch deutlich mehr betragen. Und man sollte vor allen Dingen keine Rückschlüsse von der Geräteleistung auf den Einschaltstrom halt ziehen. Das Beispiel zum Beispiel mit einem kleinen TBLC 6 Watt Netzteil hat einen Eingang von 100 bis 240 Volt AC und einen Ausgang 24 Volt mit 6 Watt.
Und da geben wir im Datenblatt laut Spezifikation ein, ja, bei 240 Volt ein Nennstrom von 0,08 Ampere halt an. Dieses Netzteil hat aber trotzdem einen Einschaltstrom von 30 Ampere, wie man hier sehen kann. Und hat dementsprechend eine träge Input-Fuse von 2 Ampere verbaut. Hier steht zwar noch, oder hier steht, dass es ja, dass die nur gegen Risk of Fire halt ist, also schon gegen Brandschutz, und sollte auch nur ausgetauscht werden durch eine exakt gleiche Sicherung mit der gleichen Charakteristik. Meine Empfehlung ist hier, diese Sicherung letztendlich, wenn sie wirklich ausgelöst hat, nicht auszulöten und durch eine andere zu ersetzen, denn wenn sie auslöst, hat das Netzteil ein Problem gehabt, also wirklich ein Fehler. Und das ist auch nicht durch einfaches Austauschen dieser Sicherung zu beheben, weil dieser Fehler wird sicherlich im Netzteil weiter bestehen sein. Wird aufgrund dieser hohen Einschaltstrom wird eine träge Sicherung verwendet. Bei leistungsstärkeren Netzteilen, wie ihr es auf der Folie 3 gesehen habt, sogar in der Regel in den Zu- und Ableitungen halt eine Sicherung, also zwei Sicherungen. So, kommen wir zum Thema Leitungsschutz. Der Leitungsschutz dient, wie der Name schon sagt, zur Absicherung der Zuleitung. Denn wenn ein Kurzschluss vor dem Netzteil stattfindet, wie hier, würde natürlich die Sicherung, würde der Strom gar nicht durch die interne Sicherung halt fließen und dementsprechend auch nicht den Lastkreis halt abwerfen. Dafür gibt es verschiedene Sachen, aber der hauptsächliche Stromwert, der hier zu beachten ist, halt nicht durch das Netzteil begrenzt, sondern eigentlich durch die Zuleitung, durch den Querschnitt, durch die Elektroinstallation. Wir geben für diesen Wert in unseren Installationsanleitung zu dem jeweiligen Traco-Netzteil auch natürlich Empfehlungen halt ab. In diesem Fall wären es minimal 6 bis 16 Ampere Leitungsschutzschalter mit einer B- oder einer C-Charakteristik. So, was noch zu beachten ist, wenn ich eine Vielzahl von Netzteilen in einem Kreis habe, dann werden die Einschaltströme so schnell so hoch, dass sie eigentlich nicht mehr beherrschbar sind. Und für solche Applikationen, also wenn ich ganz viele Netzteile in einem Kreis halt habe, ist entweder ein kaskadiertes Einschalten oder ein externer Einschaltstrombegrenzer vorzusehen. So ein kleines Beispiel aus der Praxis. Wir hatten mal Kreuzfahrtschiffe mit Schaltnetzteilen ausgestattet, wo in jeder Kabine ein Netzteil halt installiert war. Und da wurde versucht, diese gesamte Flur halt oder gesamte Kabine mit einem Hauptschalter einzuschalten. Und diese Sicherung flog natürlich dann sofort beim Einschalten, weil mehr als 100 Netzteile in einem Strang waren dann nicht mehr zu beherrschen. Und so musste man jede einzelne Kabine halt an Bord im Zeitversatz von 200 Millisekunden halt kaskadiert halt einschalten. Netzteile, wo der Einschaltstrom mit einem NTC begrenzt wird, das sind meist Netzteile mit einer kleineren Leistung, da können es mal zu einem Fall kommen, wenn sie schon lange in Betrieb halt sind, also schon erwärmt sind, und dann kurzzeitig vom Netz gehen und dann wieder eingeschaltet werden und sich der Elko in der Zeit aber schon entladen hat, der Eingangs-Elko. Der NTC aber noch Betriebstemperatur, so warm ist, sprich niederohmig, dann kann es dazu kommen, wenn man das Netzteil kurz danach wieder halt einschaltet, dass dann trotzdem der Leitungsschutzschalter halt auslöst wegen dem hohen Einschaltstrom, obwohl weder das Netzteil ein Problem hat, noch ein Fehler halt im Netzteil halt vorliegt. Da hilft dann einfach, das Netzteil ein bisschen abkühlen zu lassen und dann wieder einzuschalten. Und auch so ein Trugschluss, kleine Netzteile also mit einer Leistungsklasse unter 75 Watt sind oft kritischer als große, was den Einschaltstrom anbelangt. Das liegt nicht zuletzt daran an der PFC-Stufe oder der aktiven PFC von den Netzteilen oberhalb von 75 Watt. So beträgt zum Beispiel der Inrush-Current von einem TBLC ohne aktive PFC-Stufe mit 6 Watt und eines TIB-Netzteils mit 480 Watt. Bei beiden Geräten wird der Einschaltstrom mit 30 Ampere angegeben, obwohl das TIB eine deutlich höhere Leistung mit 480 Watt, also fast die 80-fache Ausgangsleistung halt hat. So, kommen wir zum eigentlich wichtigeren Thema der sekundärseitigen Absicherung von Netzteilen. Bei der Absicherung von der 24 Volt Spannungsversorgung werden in der Praxis oft noch thermisch-magnetische Schutzschalter eingesetzt. Also was für den Eingangskreis funktioniert, sollte dann auch für den Ausgangskreis funktionieren. Ist aber oft etwas mit Vorsicht zu genießen. Bei dieser Art der Absicherung werden ja viele einzelne Verbraucher meistens angeschlossen an einem Netzteil. Und die werden parallel von einem Netzteil versorgt. Und trotz bei Netzteil höherer mit starker Ausgangsleistung, diesem Powerboost, hat diese Absicherung mit Leitungsschutzschaltern so seine Tücken.
Das wäre mal so ein typischer Aufbau. Ich habe hier ein, auch da wieder ein 480 Volt, 480 Watt Netzteil, was verschiedene Stränge halt speist. Einmal eine SPS, dann ein Operation Panel. Die sind noch im Schaltschrank, das sind noch relativ kurze Leitungswege. Dann geht es aber raus in die Applikation, also in die Maschine. Da habe ich dann Sensorik, die ist schon ein bisschen weiter entfernt, noch einen Aktor und noch einen zweiten Aktor. Und wir gucken uns gleich mal diesen Zweig hier an, der mit einem 6 Ampere Automat halt abgesichert ist und in einer Leitungslänge von 100 Meter zwischen Netzteil und dem Aktor sind. Wobei die Leitungslänge 100 Meter ist natürlich dann Zu- und Ableitung. Das heißt, dieser Aktor ist in Anführungsstrichen auch nur 50 Meter von dem Schaltschrank entfernt, was in der Praxis sicherlich oft vorkommen kann. Die Widerstandsbetrachtung von diesem Kreis. Ich habe hier mal das Netzteil, die Leitung, die Last und den Schutzschalter. Der Leitungswiderstand ist Rho mal L durch den Querschnitt bei 1,5 Quadrat Kupfer und 100 Metern ergibt sich ein Leitungsquerschnitt, ein reiner Leitungswiderstand von 1,19 Ohm. Zu diesen 1,19 Ohm muss ich aber in diesem Fehlerfall, wenn er auftritt, auch noch den Innenwiderstand von dem Leitungsschutzschalter betrachten oder mit hinzuziehen. Also der Gesamtwiderstand in dieser Fehlerschleife wäre halt die Leitung plus den Schutzschalter, die 1,19 Ohm plus nochmal 410 Milliohm, macht also einen Gesamtwiderstand von 1,231 Ohm. Und daraus kann ich den maximal im Kurzschluss zu fließenden Strom halt berechnen. Das sind die 240, Entschuldigung, 24 Volt geteilt durch die 1,23 Ohm. Und ergibt also maximal 19,5 Ampere. Und zur Erinnerung, wir hatten das Netzteil speist, das waren 40 Ampere, 480 Watt Netzteil mit maximal 20 Ampere und einem Peak Current von 30 Ampere für 4 Sekunden. Und selbst ein Netzteil mit 40 Ampere Strom würde halt und 60 Ampere Power Boost, was nicht unüblich ist, würde aufgrund des gesamten Widerstands in dieser Schleife keinen höheren Strom als 19,5 Ampere treiben können. Und es ist natürlich die Frage, ob unser 6 Ampere Automat in dem Fall überhaupt auslöst. Mein 6 Ampere ist deutlich unterhalb von den knapp 20, die hier fließen. Und dann schauen wir uns mal die Charakteristik von dem Leitungsschutzschalter halt an. Ja, der Strom wird durch die Leitung und den Widerstand für den Schutzschalter begrenzt, und zwar auf das 3,5-fache von dem Nennstrom des Schutzschalters. Dieses 3,5 ergibt sich durch die 19,5, die fließen, und die 6 Ampere von dem Leitungsschutzschalter. Das ergibt diese 3,5. Dann gehe ich in die Ausgangscharakteristik von meinem Schutzschalter und sehe, dass er sich bei der Auslösung in dem thermischen Bereich halt befindet. Das ist ein deutlich langsamer Bereich einer Auslösung. Und dass er hier mit den 3,5-fachen des Nennstroms nach 4 bis also maximal 20 Minuten, also in diesem Bereich, würde er halt im Kurzschlussfalle halt auslösen. Das ist natürlich eine sehr, sehr lange Zeit. Wenn ich weiß, dass der Kurzschluss 4 Minuten bis 20 Minuten anstehen kann, ist das wirklich nicht gerade kurz. Hier nochmal zusammengefasst. Interessant wäre es natürlich, das zu erzeugen, dass dieser Leitungsschutzschalter halt im magnetischen Teil halt auslöst. Das ist eine deutlich schnellere Auslösecharakteristik des Leitungsschutzschalters. Dazu müssten allerdings das 7,5 bis 15-fache des Nennstroms halt fließen. Das kann man ganz einfach berechnen. 7,5 mal 6 Ampere wären 45 Ampere. Wo halt das 15-fache von 6 Ampere sind 90 Ampere. Und Schaltnetzteile neuer Generation sind ab einer gewissen Leistungsklasse durchaus in der Lage, solche Ströme zu treiben. Das ist aber zu bedenken, dass der Widerstand in dem Fehlerpfad drin sehr, sehr gering sein muss. Auch das kann man dann errechnen. Also der Fehlerfall oder der Widerstand in diesem Fehlerkreis dürfte dann maximal 270 bis also halt 530 Milliohm inklusive des Innenwiderstands von dem Leitungsschutzschalter halt betragen. Das wäre zum Beispiel mal so eine Kennlinie von einem modernen Netzteil, also neuen Netzteil. Hat jetzt hier zwar 40 Ampere, einen Power Boost von 60 Ampere für 5 Sekunden. Man sieht aber auch, dass er für 12 Millisekunden, und das würde ausreichen, auch Ströme weit über 100 Ampere treiben kann. Aber wie gesagt, da müsste der Innenwiderstand oder der Leitungswiderstand auch sehr, sehr gering sein. Und das Fazit. So, bei der sekundärseitigen Absicherung von AC-DC-Netzteilen sind Leitungsschutzschalter nur sehr bedingt geeignet. Und wir empfehlen da halt zur selektiven Absicherung einzelner Verbraucher, die parallel von einem Schaltnetzteil versorgt werden, elektronische Sicherungsautomaten vorzusehen.
Da kann man die Stromstärke fest fest vorgeben oder halt einstellbare Stromstärken anwählen. Und diese Automaten trennen den einzelnen Lastzweig schnell und zuversichtlich. Wesentlich zuverlässiger und schneller als halt ein Leitungsschutzschalter es kann. Wir empfehlen ja zum Beispiel, was da auch gut möglich ist, gibt es genug Hersteller halt, alle meiner Präsentation oder habe ich ist mir von der Firma ETA zum Beispiel, die da sehr guten Support leisten. So, kommen wir jetzt zur primärseitigen Absicherung von DC-DC-Wandlern. DC-DC-Wandler können mit einer Schmelzsicherung im Eingang abgesichert werden. Auch da, so ähnlich wie bei der Schmelzsicherung bei den Netzteilen, bewahrt sie den Wandler nicht vor einem Defekt. Die Sicherung löst nur einen zu hohen Strom aus, der aufgrund eines Defekts im Wandler halt stattfindet. Also wird durch die Sicherung, die vorzuschalten ist, nur die restliche Elektronik, bzw. also die Leiterbahn zum Wandler vor Folgeschäden bewahrt. Die Sicherung sollte mindestens das 1,5-fache des maximalen Nennstroms des Wandlers bemessen sein, weil auch dieser Wandler hat einen Einschaltstromstoß. Und sie sollte in der Regel als Trägersicherung ausgeführt sein. Das sind hier mal Datenblattangaben, die wir machen für so eine Eingangssicherung. Das ist ein 20-Watt-Wandler. Man sieht bei 24 Volt bei Volllast und 24 Volt Eingangsspannung hat er einen Strom von knapp 1 Ampere. Wir empfehlen laut Datenblatt eine Eingangssicherung von 2 Ampere. Das ist jetzt deutlich noch etwas höher als diese 1,5. Das sind ja maximal oder minimal 1,5-fach höher. Und sie sollte als Low ausgeführt sein, also auch als Trägersicherung. Wenn ich Wandler habe, die einen kleineren Eingangsspannung halt haben, dann brauche ich natürlich eine deutlich größere Sicherung mit mehr Strom. Bei einer höheren Eingangsspannung, klar, kleinere Sicherung. Diese Sicherung ist nicht zwingend, sie wird aber empfohlen und ich empfehle sie auch immer dann, wenn zum Beispiel so ein Wandler aus einem Batteriesystem gespeist wird, weil da können im Fehlerfall, wenn da wirklich der Wandler auf der Primärseite einen Fehler halt hat, sehr, sehr hohe Ströme halt fließen. Das wäre mal so eine Charakteristik, so ein Einschaltstromstoß von so einem DC-DC-Wandler, in dem Fall halt ein 50 Watt Wandler. Man sieht, dass er hier im Einschaltstrom über 60 Ampere halt ziehen kann, die allerdings höher für 24 Mikrosekunden. Von daher würde hier die 5 Ampere Sicherung, die wir empfehlen, als Träge auch nicht auslösen, selbst bei den 60 Ampere, weil das die Energie deutlich zu gering halt ist. Dann gibt es noch auf der Primärseite den Schutz von Verpodung von DC-DC-Wandler. DC-DC-Wandler sind in der Regel nicht gegen Verpodung geschützt. Und als Verpodungsschutz empfehlen wir drei Maßnahmen. Einmal den Verpodungsschutz durch eine Seriendiode. Hier würde, wenn der Wandler richtig angeschlossen ist, ganz normal der Strom in die Durchlassrichtung durch die Diode fließen. Würde natürlich aber auch hier Verluste halt erzeugen. Durchlassstrom und Durchlassspannung, mal der Durchlassspannung der Diode. Gibt es eine zweite Möglichkeit, den Verpolungsschutz durch eine Überbrückungsdiode, eine Shunt-Diode, zu realisieren. Hier hätte ich an der Diode keine Verluste. Müsste allerdings hier auf jeden Fall im Eingangskreis eine Sicherung vorsehen, denn wenn ich diesen Wandler halt verpolt anschließe, würde durch die Diode ein Kurzschluss erzeugt werden, die durch die Sicherung auf jeden Fall zu begrenzen halt ist. Und dann gibt es noch den Verpolschutz mit einem P-Kanal-MOSFET. Das ist die eleganteste Lösung eigentlich, weil sie verlustärmer ist als die mit der Seriendiode. Hier wird quasi im Eingangskreis ein P-Kanal-MOSFET geschaltet. Verfahren sich so ähnlich wie bei der Seriendiode und deutlich verlustfreier. So, Kurzschlussfestigkeit von DC-DC-Wandlern, das ist jetzt die letzte Seite, die wir betrachten. Ungeregelte Niederleistungswandler sind oft nicht kurzschlussfest, das sollte man beachten. Bei kurzschlussfesten DC-DC-Wandlern gibt es drei verschiedene gängige Arten der Kurzschlussfestigkeit. In der Regel haben Wandler eine Strombegrenzung. Da fließt der Kurzschlussstrom, also der maximale Nennstrom des Wandlers. Aber die Ausgangsspannung wird gegen Null reduziert, sodass es endlich am Ausgang keine Leistung mehr
dass das Produkt auch Spannung und Strom halt ist, abgegeben wird. Dieser Strombegrenzung hat natürlich, oder diese also Kurzschlussfestigkeit hat einen kleinen Nachteil. Hier würde trotzdem durch den Wandler durch halt immer der maximale Nennstrom halt fließen im Kurzschlussfall. Dann gibt es eine Fold-Back-Kennlinie, ist so ähnlich wie die Wandler mit Strombegrenzung. Hier wird die Ausgangsspannung reduziert, bis nur noch ein Teil des Nennstroms, das heißt also auch der Nennstrom wird halt zurückgenommen. Deswegen auch Fold-Back-Kennlinie. Und es gibt den Hiccup-Modus. Das sind Wandler, die beim Kurzschluss in der Ausgangsseite abgeschaltet werden. Und zwar, sobald der Wandler merkt, oh, es wird deutlich mehr als der Nennstrom halt fließen, schaltet der Wandler halt ab und schaltet sich aber periodisch wieder ein, um zu gucken, ob es wirklich nur eine Überlast war oder wirklich ein Kurzschluss halt vorlag. Und unsere DC-DC-Wandler gibt es in verschiedensten, mit den verschiedensten Kanälen. So, jetzt sind wir eigentlich auch schon durch. Und abschließend möchte ich Ihnen ganz kurz auch noch eine Übersicht meiner Vertriebskollegen für Deutschland, Österreich und der Schweiz zeigen. Die können Sie wie mich jederzeit gerne ansprechen. Wenn Sie noch Fragen zur Präsentation haben, ich sehe gerade, ja, wir haben sogar noch ein bisschen Zeit, ist noch gut in der Zeit, können Sie gerne auch jetzt stellen oder wie gesagt, mich am Anschluss des Webinars gerne gezielt hat ansprechen. Die Folien zu dem Webinar können wir Ihnen gerne auch zur Verfügung stellen.